Kein Wunder, dass das so einen Zulauf hatte. Okay, springen wir von Luther zu Libet. Libet war der Mann, der in den 80er Jahren die Neurowissenschaft mit dem freien Willen bekannt gemacht hat, indem er diesen bekannten Versuch gemacht hat: Ich drücke auf den Knopf, ich merke mir den Zeiger auf der Uhr, und währenddessen hat er das EEG abgenommen und festgestellt, das Hirn weiß, also dadurch, dass ein Bereitschaftspotenzial schon weit vor meiner bewussten Entscheidung entsteht, sieht es so aus, als würde das Hirn deutlich vor mir wissen, wie ich mich entscheide. Libet hat selbst auch diese Möglichkeit des Veto gesehen, was eine wunderbare Errettung aus diesem Determinismus ist, also für mich persönlich. Was hat das Ganze in der Kirche mit dem christlichen Blick auf den freien Willen gemacht? Ja. Kommt das irgendwie vor? Ja, zunächst einmal muss man sagen, die Experimente, die heute in der Hirnforschung durchgeführt werden, Libet-Experiment, Kornhuber und Haggard, Eimer und dergleichen, das sind natürlich im Verhältnis zu den umfassenden Fragestellungen in der Theologie im Hinblick auf Ethik und Handlung sehr, sehr einfache Handlungsabläufe. Also insofern muss man sehr, sehr vorsichtig sein, das nun gleich mit der Theologie zu vergleichen und in einen Topf zu werfen. Das ist ein ganz eng ausgewählter Bereich menschlichen Handelns, die in der modernen Hirnforschung angesprochen wird. Und ich finde, es ist einfach von den Hirnforschern, die das öffentlich groß vertreten, unredlich und auch unverantwortlich, daraus so große Theoreme wie der Willensunfreiheit zu extrapolieren. Das geben diese Experimente eigentlich überhaupt nicht her. Und zumal eben, wie du eben schon richtig gesagt hast, das Veto eben diese Möglichkeit der Handlungsunterbrechung bietet und damit sozusagen diesem durchgängigen Determinismus, der gelehrt wird von manchen Hirnforschern, auch entgegentritt. Und es ist ja auch so gewesen, dass Libet und der Vorläufer von Libet, Kornhuber, der das Bereitschaftspotenzial ja entdeckt hat, beides Vertreter wegen des Vetos der Willensfreiheit waren. Und die anderen Vertreter der Willensunfreiheit, die diese Experimente nicht gemacht haben, ziehen daraus völlig, wie ich finde, zu Unrecht die gegenteilige Konsequenz derer, die die eigentliche Forschung gemacht haben. Also insofern finde ich diese Determinismus-Behauptung einiger deutscher Hirnforscher überzeichnet und auch letztlich unredlich im Vergleich zu dem, was die Experimente hergeben. Ja, wobei, also da muss ich jetzt natürlich diskutieren. wobei das natürlich nicht die einzigen Eckpunkte dieses Determinismus wären. Wenn man zum Beispiel auf Damasio guckt, der dann feststellt, moralisches Handeln, und das ist ja jetzt schon wieder eine ganze Nummer höher, ja. Moralisches Handeln ist nicht möglich, wenn die Verbindung zwischen Amygdala und präfrontalem, ja, orbitofrontalem Kortex nicht da ist. Also da gibt es ja schon einige Hinweise mehr dazu. Genau, das ist auch eine Forschung, die ich sehr, sehr begrüßen würde, wenn die weiter fortgeführt würde, sozusagen die Ethikfähigkeit. Wie weit ist der Mensch von seiner biologischen Konstitution her, was Sie eben gerade schon mit Alyptika, Präfrontalkortex und so weiter, Impulskontrolle, die von Präfrontalkortex gesteuert wird und so weiter, ethikfähig angelegt. Was bringen wir an alten Verhaltensprogrammen aus der Natur noch mit, die uns praktisch hindern, höheren ethischen Standards zu genügen? Und das finde ich auch eine theologisch äußerst interessante Fragestellung. Hier kann man der Hirnforschung nur wünschen, dass sie dort noch viel mehr herausfindet über den Menschen, wie das Zusammenspiel zwischen limbischem System, Präfrontalkortex und dergleichen im Hinblick auf die Ethikfähigkeit funktioniert, ob das bei allen Menschen gleich ist, ob da Entwicklungsstufen gibt, ob der eine mehr, der andere weniger von Emotio und Ratio gesteuert ist und so weiter. Das ist ein tolles Feld. Und da finde ich die Frage der Willensfreiheit dort nochmal anzusiedeln viel interessanter als jetzt bei Libet und dem Bereitschaftspotenzial und dem Veto, weil das einfach vom ganzen Setting nicht so viel hergibt. Das heißt, Für die Theologie letztlich nicht so interessant ist, weil die ganze Ethik, die ganze Komplexität der menschlichen Person überhaupt nicht im Blick ist. Okay, das heißt, was bisher von den Hirnforschern kam, würdest du jetzt sagen, hat noch keinen allzu großen Einfluss auf was mich ja gewundert hatte, dass Wolf Singer den Vatikan berät, also dass er da in einem Gremium drin ist. Wie groß ist jetzt der Einfluss? Bisher noch eher gering?
Also innerhalb der Theologie ist die Rezeption der Diskussion in den Neurowissenschaften nicht so sehr groß. Das war ja auch der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, um diesem Übelstand Abhilfe zu schaffen. Und aus deiner Sicht würdest du sagen, der freie Wille existiert auch also relativ eindeutig jenseits deiner persönlichen Meinung, sondern auch in katholischer und evangelischer Theologie? Unterschiedlich, es wird unterschiedlich gewichtet. Die Position von Luther habe ich eben geschildert, diese Doppelheit zwischen Freiheit und Unfreiheit auf der einen Seite, während in der katholischen Kirche vom Thomismus aus gesehen, der natürlichen Freiheit, das Stichwort ist dort Liberum Arbitrium, also eine Verbindung zwischen Vernunft und Wille, das macht eigentlich den Menschen frei, das ist die klassische Lehre der katholischen Kirche. Also auch da gibt es durchaus Unterschiede zwischen den beiden Konfessionen. Okay, das ist ein riesiges und komplexes Thema. Also. Übrigens nebenbei bemerkt, dieses Zusammenspiel zwischen Ratio und Emotio oder Wille und Vernunft, von der thomistischen Tradition her. Und die unterschiedlichen Lösungen der Theologen. Die einen Theologen sagen, es ist mehr die Vernunft, die den Willen determiniert. Die anderen sagen, es ist mehr der Wille, der die Vernunft determiniert. Finden wir wiedergespiegelt in der modernen Hirnforschung bei den Lagern, die sagen, es ist die Präfrontalkortex, die Emotio kontrolliert. Und die anderen sagen, es ist die Emotio, der Wille, der die Vernunft kontrolliert. Also es gibt ja diese Formulierung, der Schwanz wedelt mit dem Hund, das ist sozusagen damit gemeint. Diese Diskussion hat es in der Theologie vor 800 Jahren gegeben, genau die gleiche, die heute in der Hirnforschung wieder aufgewärmt wird. Wobei, da muss ich die Hirnforscher einfach verteidigen. Sie haben natürlich heute ganz andere Methoden. Ja, natürlich, also, ganz klar. Christoph Koch hat mir zum Beispiel neulich mal gesagt, dass die Philosophen im Laufe der Zeit relativ wenig oder also eine geringe Trefferquote hatten, weil ganz einfach jetzt erst die Zeit anbricht, wo man gucken kann, was ist tatsächlich passiert. Interessant ist natürlich, dass Damasio gerade eben ein Buch geschrieben hat zum Thema, wie sich das selbst daraus entwickelt. Und das wäre ja dann nochmal eine ganz andere Diskussion, eine Materialismus-Diskussion, die wir beide zu führen hätten. Das machen wir noch, oder? Das machen wir noch, ja. Okay, für heute erstmal herzlichen Dank, Wolfgang. Oh, natürlich. Wenn ich vielleicht noch ein Schlusswort sagen darf. Auf jeden Fall. Meine Message ist eigentlich, sozusagen von der Theologie, vom Glauben her, dass der Mensch seine Freiheit realisiert. Dass er ist zur Freiheit berufen, auch zur Willensfreiheit berufen, trotz aller Widerstände in einem selbst und auch außerhalb einem selbst. Und ich denke, das kann man heute auch mit einer Erkenntnis der Neurowissenschaft untermauern, nämlich vor dem Hintergrund der Erkenntnis der Neuroplastizität. Und das entspricht also der Bildbarkeit des menschlichen Hirns durch Selbstmodifikation. Und das entspricht eigentlich auch dem, was man vom Glauben über den Menschen sagen kann, nämlich, dass er zur Freiheit berufen ist. Also er ist nicht vielleicht unbedingt sofort frei. Freiheit ist nicht eine Gabe, sondern Freiheit ist eine Aufgabe. Und je mehr man sich sozusagen dem Glauben und der Arbeit daran widmet, desto mehr kann man auch die Freiheitsgrade in sich selbst realisieren. Und der höchste Freiheitsgrad, und das ist vielleicht das Schlusswort, mit dem ich auch mein Buch als Motto begonnen habe, ist Deo servire libertas, Gott zu dienen ist Freiheit. Okay, ich hätte jetzt weite Teile unterstrichen, aber also gerade bei serviam, non serviam. Okay, aber den freien Willen als Aufgabe zu sehen, finde ich einen sehr schönen Gedanken. Also eine Aufgabe, die man auch annehmen muss. Und ich könnte mir vorstellen, obwohl, nee, Wolfsinger ist nicht da, man kann es ihm nicht unterstellen, dass er jetzt da Ja sagen wird. Ja. Wir sind ja hier in Weimar und Weimar ist auch der Ort Goethes. Und Goethes hat das, finde ich, wunderbar formuliert in einem Satz in Faust 2. Dort heißt es, nur der verdient die Freiheit und das Leben, der täglich sie erwerben muss. Mhm. Und das ist eigentlich wunderbar ausgedrückt. Freiheit ist keine Gabe, sondern ist eine Aufgabe. Und aus dem Glauben heraus ist es umso schöner. Okay. Das ist das Schlusswort für die heutige Episode. Vielen herzlichen Dank, Wolfgang. Danke auch.